willkommen zum zweiten Kapitel unserer Adventskalendergeschichte. Heute hört ihr Nummer 7, Durch die Spiegel. Schöne Geschichte, tönte es aus dem Haufen aus Decken und Schlafsäcken heraus. Du und dein magisches Land, seufzte eine andere Stimme. Der Geschichtenerzähler ignorierte es und blickte anders unverwandt an. K. hatte von ihrem Vater ähnliche Geschichten gehört. Von mächtigen Magiern, die sich zu Königen ausgerufen haben, und von noch mächtigeren Feen. Und natürlich von den drei Hexenschwestern. »Wie kommen wir dahin?«, fragte sie schließlich. Anders dagegen schien völlig aus der Bahn geworfen. Sein Mund stand offen, während er den Geschichtenerzähler anstarrte. Dieser drehte seinen Kopf in Kas Richtung, ohne den Blick von Anders zu nehmen. »Folgt mir!« Er erhob sich und der kleine, struppige Hund sprang ebenfalls auf und hüpfte schwanzwedelnd um den Geschichtenerzähler herum. Der war ziemlich groß, wie K. nun, da aufgestanden war, sehen konnte. Als er hinaus in den Regen trat, schob sie Anders an, der immer noch wie vom Donner gerührt war. Dann aber folgten sie dem Geschichtenerzähler in die Nacht und ignorierten die weiteren Zurufe der übrigen Versammlung. Der Geschichtenerzähler ging schnellen Schrittes voran und die Kinder mussten sich beeilen, um nicht hinter ihm zurückzufallen. Sie bogen in die Gassen hinter dem Einkaufszentrum ein. Die Hallen und Lagerhäuser hier waren um diese Uhrzeit und am Wochenende leer und dunkel. Anders fühlte sich nicht wohl, ganz und gar nicht wohl. Ihm war kalt, er war durchnässt und die Geschichte über den Sumpfkönig und die Nebelfee hallte in seinem Kopf wieder. Außerdem kam ihm dieser Mann bekannt vor, und zwar auf eine ungute Art. In seiner Erinnerung war der Mann deutlich jünger, trug keinen Bart und hatte einen gehetzten Blick. Auch andere Erinnerungen tauchten auf. Ein weites Moor, still und kalt. Und tanzende Lichter über ruhigem Wasser. Die Stimme einer Frau. Ein Lied, traurig, aber wunderschön. Nebel, der nach Herbstlaub roch und sich wie Heimat anfühlte. Kars entrüstete Stimme riss ihn aus seinen verwirrten Gedanken. »Was? Das soll ja wohl ein Witz sein!« Sie standen in einer Gasse, in der sich der Müll neben Tonnen stapelte. Nur eine einzige Straßenlaterne in der gesamten Reihe funktionierte noch, und die schien direkt auf einen Pappkarton. Es war einer von diesen großen, in denen Kühlschränke verschickt wurden. Vor der Öffnung hing ein alter Teppich mit Mottenlöchern, und auf die Seite hatte jemand mit schmierigem Edding Fenster mit Blumenkästen gemalt. »Bitte«, sagte der Geschichtenerzähler und verneigte sich, »mi casa es su casa. Tretet ein. Drin können wir uns ein wenig aufwärmen.« Er duckte sich unter dem Teppich hindurch und verschwand im Inneren des Kartons. Der Hund lief ihm bellend hinterher. Dann war es still in der Gasse. K. ging einmal verwundert um den Karton herum. Für einen Mann und einen Hund war der definitiv zu klein. Nachdem sie ihre Runde gedreht hatte, trat sie neben Anders. Sie zuckte mit den Schultern, grinste ihn schief an und verschwand dann ebenfalls im Karton. Anders gefiel das alles immer weniger. Er hätte gerne mehr Zeit gehabt, um die Situation gründlich zu durchdenken. Aber nun stand er allein im Regen, in einer dunklen Gasse, mitten in der Stadt, und das gefiel ihm noch weniger. Also gab er sich einen Ruck und trat ebenfalls ein und lief direkt in K. hinein, die mit offenem Mund stehen geblieben war. Bevor Anders sich umsehen konnte, fühlte er eine behagliche Wärme, roch Tee und süßes Gebäck und hörte ein Feuer knistern. »Mann«, hauchte K. Und Anders, der K. etwas beiseite schob, konnte nun ebenfalls kaum glauben, was er da sah. Sie standen in einem gemütlichen, mit flauschigen Teppichen ausgelegten Wohnzimmer. An den Wänden hingen allerhand Bilder, Fotografien, richtige Gemälde und sogar ein paar Wandteppiche. Das Zimmer war jedoch dermaßen zugestellt, dass die Kinder nicht richtig erkennen konnten, was die Bilder zeigten. Überall standen Tische mit Dekokram und Nippes. Es gab auch allerhand verschiedene Sitzgelegenheiten, sowie Regale mit allem möglichen Zeugs, von Spieluhren über Büchern bis hin zu Lampen. Es sah aus wie bei einem äußerst unordentlichen Antiquitätenhändler, fand Anders. In der Ecke vor einem großen Bücherregal stand ein gemütlicher Lesestuhl und neben diesem prasselte im Kachelofen ein kleines Feuer. Der Hund kläffte noch ein paar Mal fröhlich, dann sprang er auf ein Kissen, das auf dem Boden vor dem Kachelofen lag. Der Geschichtenerzähler stand mitten im Raum und sah aus, als würde er jeden Moment loslachen. »Kinder«, sagte er dann, »ihr seid bestimmt ganz durchgefroren und müde von eurem Spaziergang durch den Regen. Macht es euch gemütlich.« Er verschwand hinter einer Wand aus Bücherstapeln und kurz darauf ertönte aus etwa dieser Richtung das Klirren von Geschirr. Anders und K. zogen ihre nassen Sachen aus, hingen sie über einen von etwa einem Dutzend Kleiderständer, die hier verschreut standen, und setzten sich auf eine gemütliche Couch.
Sie war ein bisschen staubig, aber beide sanken förmlich in ihre weichen Polster ein. Kurz darauf kam der Geschichtenerzähler mit einem Tablett zurück, auf dem drei dampfende Tassen und eine Schüssel mit Keksen standen. »Ich nehme an, ihr mögt Kakao?« K. griff sofort zu und aß mit einem Haps zwei Kekse auf einmal, während Anders sich erst einmal die Hände an seiner Kakaotasse wärmte. »Wie heißt du eigentlich richtig?« fragte K. den Geschichtenerzähler mit vollem Mund. Dieser lächelte und antwortete, »Mein Name ist Fabiel, aber der Name des Geschichtenerzählers ist nicht wichtig, liebe K., sondern nur die Geschichte, die er zu erzählen hat.« »Ich kenne dich«, sagte Anders plötzlich leise. Kars Schmatzen verstummte und sie starrte ihn an. »Ja«, das Lächeln verschwand aus Fabiels Gesicht. »Ich habe dich damals hergebracht.« »Warum?« »Du warst in Gefahr, Anders. Deine Mutter musste dich in Sicherheit wissen. Also habe ich dich hergebracht und dir eine andere Familie gesucht, damit sie sich um dich kümmert. Aber jetzt musst du zurück.« »Ich weiß doch gar nicht wie«, protestierte Anders. Aber Fabiel antwortete in seiner besten Erzählerstimme. »Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Du wirst ihn beschreiten und zu deiner Bestimmung finden. Ich zeige dir, wo der Weg anfängt. Den Rest musst du alleine schaffen.« »Und wenn ich nicht will?« fragte Anders zögerlich. »Dann geh zurück und leg dich wieder in das Bett, in dem du vorhin noch gelegen und ein Buch über Abenteuer und Helden gelesen hast. Morgen früh nach dem Aufstehen wirst du das alles für einen schlechten Traum halten. Deine Zieheltern werden dich zusammen mit ein paar Kisten und Koffern ins Auto setzen und mit dir in eine neue Stadt ziehen. Vielleicht wird deine Mutter dich in der nächsten Stadt nicht mehr finden, um dir Nachrichten zukommen zu lassen. Dann kannst du dein Leben in Ruhe und Frieden leben. Es ist deine Entscheidung.« Aber Anders wusste, dass er niemals in Ruhe und Frieden leben würde. Das hatte er noch nie. Er hatte schon immer eine Sehnsucht nach etwas anderem gespürt, ohne genau zu wissen, was das gewesen war. Er gehörte einfach nicht hierher. Wenn Fabiel die Wahrheit sagte, würde das einiges erklären. Warum er so anders war, warum er keine Freunde fand, also außer K. vielleicht, und warum er sich immer so fühlte wie im falschen Film. Wie ein Schauspieler in einem Zorro-Kostüm, der aus Versehen an das Filmset von Raumschiff Enterprise geraten war. Vielleicht war es wirklich Zeit, nach Hause zu kehren, auch wenn er sich an dieses Zuhause gar nicht erinnerte. Als könnte sie seine Gedanken lesen, lächelte Kain an. Sie hatte keine Angst, und das machte ihn ein wenig mutiger. »Okay«, sagte er, »wie kommen wir in das Land hinter den Spiegeln?« Nun grinste Fabel wieder breit. »Durch einen Spiegel. Aber nun müsst ihr euch erst einmal ausruhen und ein wenig schlafen. Morgen geht eure Reise los und dann reden wir über die Details.« Anders konnte sich nicht vorstellen, jetzt zu schlafen, so aufgeregt war er. Doch als Fabiel Decken holte und K. und Anders sich auf die gemütliche Couch kuschelten, war er plötzlich sehr müde. Er murmelte noch vor sich hin. »Was brummelst du?« fragte Fabiel lächelnd. »Es war ein Buch über das alte Ägypten. Keine Abenteuer und Helden. Das Letzte, was Anders vor dem Einschlafen mitbekam, war das Läuten einer Uhr. Es war Mitternacht und der 1. Dezember hatte begonnen.« Wie es weitergeht, hört ihr beim nächsten Mal.